Hey Leute und willkommen zu Quantum League hier in der Quantum Academy. Ein weiteres Angespielt eines weiteren Steam-Spiels. Und es ist ein Shooter-Game, hä? Okay, wir müssen die, glaube ich, sogar machen. Grundsteuerung, Spielzusammenfassung, Quantum, Toteroberungsregel, Heilsphären, Verlängerung. Kann ich alles noch nicht machen, weil ich erstmal das andere machen muss. Na gut, let's go. Das wird hoffentlich nicht so lange dauern, dass wir die relativ schnell durchkriegen, um eine normale Mission spielen zu können. Umsehen. Okay. Reload. Juhu. Oh, und drücke zum Springen über Hindernisse. Space. P erreichen. Achso. Ich hätte rübergehen sollen, wa? Juhu. Boah, zack. 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 Oh, wähle mit einzelnen Maschinenpistole aus. Wechsel mit Q zur Waffe in deinem Halfter. Triff alle Ziele. Na gut. Da ich hier nicht auf Aim schießen muss, dann baller ich einfach rum. Halte zum Anvisieren deiner Waffe Right Mouse Button. Achso. Muss ich da auch noch machen? Dann lass mich doch mal bitte die andere Waffe nehmen, die ist etwas präziser. Was uns alle wieder weiß. Zack, zack, zack. Erreiche das Ende dieses Trainingslaufs. Let's go. Piu. 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 Okay, wieder einer geschossen hat, weiß ich zwar nicht. Der vorletzte, aber gut. Punkt erhältst du am Ende. Okay. Herausforderung abgeschlossen. Let's go. Weiter geht's. Spielzusammenfassung. Wir haben schon wieder 200 Kanonen bekommen. In arenas where a device generates time loops. When the arena clock reaches zero, time rewinds and you will go back at the start of the time loop. Lol. Ist ja witzig. Now your past selves will redo your previous actions. Ah. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? This is called a cycle. Das heißt, im Prinzip spielen 3 gegen 3 am Ende. Time traveling self cooperation. Das ist ja witzig. Take down all of the targets in one 3-loop cycle. Use your memory and spatial sense to properly cooperate with your past selves towards the objective. Ein räumliches, okay. Das klingt auf jeden Fall mega cool. Aber das ist dann wahrscheinlich kein, na gut, das muss ja trotzdem online gehen sein, oder? Let's go. Hit all targets before the end of the cycle. Ach, ich bleibe aber stehen. Erschieße alle Ziele vor dem Ende der Runde. Okay. Ah, okay. Das heißt, ich muss jetzt im Prinzip mit meinem anderen Ich die anderen beiden killen. Alles easy. Bam. Erschieße alle Ziele vor dem Ende der Runde. Easy! Und jetzt nochmal hier schön. Ich glaube, okay, wir nochmal drittes. Aber eigentlich habe ich ja alle 10 schon. Use your memory. Zack. 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 Easy. Alle abgeschlachtet, die Drecks. Alle Gegner besiegt. Habe ich ja eine Runde davor schon gemacht. Wir machen ein kleines Stückchen lauter noch, würde ich sagen. Wenn ich das Lautstärke-Ding finden würde. Ja, es war abgeschossen, easy. Quantum Tod, ja, wir haben jetzt 400 davon. Erfahre, wie du zeitgleich tot und nicht tot sein kannst. If one of your clones receives lethal damage, they will become desynced from the timeline. In the next loop, you can change the timeline to save that clone from being desynchronized. Okay, das ist natürlich mega gut. If you get desynced while playing, you must keep playing as a ghost. Ah, kannst du mal bitte aim, Alter? Holy shit. Bist du bad. Ja.
save your clone in the next loop to make the actions you performed as a ghost happen in the actual timeline. Wenn er mal treffen würde, ja. Sehr interessant. Okay, das war nur eine Info gewesen. Mach dich mit den Punktregeln für die Punkteroberung vertraut. Let's go. In point capture mode, two teams fight for control. Aber funktioniert das auch mit der Desynchronisierung? Das fände ich auch interessant. Los! Schieß, schieß, schieß! Bah! To control the goal area, at least one of your team members must be on it, unchallenged by the opposing team. To score a point, your team must be in control of the goal area at the end of the cycle, when the final loop timer reaches zero. Kleiner Schuss nochmal in den Kopf. Okay. If the goal area becomes challenged, nobody will score and a new cycle will begin. Jetzt kannst du gegen andere Spieler antreten oder deine Fähigkeiten im Trainingshaus, alles klar. Das ist jetzt Zugang zu Casual, bla bla bla. Weapons, Blaster, Maschinenpistole. Ich hätte natürlich ganz gerne ein Gewehr, ein schönes Sniper-Gewehr. Ich habe nur 800. Alter, heftig. Spielen, wir spielen als Violet. Justin. Lefka. Björn. Tore oder Jackie. Ah, Jackie sieht cool aus. Kann man später noch Dinge freischalten. Outfits. Newcomer, one versus one. Na, warum nicht? Let's go. Oh, ich habe Jackie genutzt. Wollte ich gar nicht. Ich hatte gesagt, ich nehme... Ah, doch, Jackie wollte ich. Alles gut. So, Verbindungsaufbau, generische Suche läuft 8 Sekunden. Jetzt brauchen wir natürlich wieder Gegner. Ne? Ich weiß auch gar nicht, wie stark frequentiert das Game noch ist. Es ist nicht mal aus dem Early Access scheinbar. 081 ist es aktuell. Schauen wir nochmal in die aktiven Diskussionen hinein. Crossplay, hast du Gunplay, Linux Support. Wir haben es jetzt Oktober. Naja, so viel schreiben Leute schreiben. Aber es geht los. Wir haben was gefunden, ne? Ich weiß nicht, ob wir irgendwann eine CPU kriegen. Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Lasst uns gegen einen Menschen spielen. Gegen einen menschlichen Spieler natürlich nur. Loading-Zeit. Okay, kommen wir noch weiter hier. Horrible Image and Massive Desync Issue in a Ranked Match. Nichts irgendwie von wegen, ob das Spiel tot wäre oder nicht. Das kommt wahrscheinlich erst in 2 Jahren. Er lädt auf jeden Fall noch. Nicht den Game mit dem Nitus, ja, das ist interessant. Da. Tagesboost. Ah ja, hat er mich einfach wieder rausgeschmissen. Ah, herrlich. Casual. 1 gegen 1, gibt's auch anderes? Dann Casual. Da haben wir keinen Newcomer, sondern ganz gewöhnliche Gegner. Ich denke schon, dass wir das hinkriegen werden. No replays. Ach komm schon, gib mir einen verdammten Gegner. Kann doch nicht so schwer sein. Ah, hier steht's. Keine Spieler. Vier Spieler online, zum Durchschnitt 7,5 Spieler online. Wow. Und wenn diese 7,5 Spieler alle Ranking-Player sind. Gut, ich glaube nicht, dass das Spiel noch irgendwas wird. Also, er wird mich gleich wieder rausschmeißen. Er hat wahrscheinlich eine Minute Gegner suchen und dann schmeißt er einen raus. Wobei, wir waren eigentlich in einem anderen Fenster schon gewesen, ne? Ach, das ist ärgerlich. Ich hätte gerne gegen einen Gegner gespielt. Ja, die eine Minute ist ihm egal. Dann lass doch noch ein bisschen Training machen. Heilsphären. Mach dich mit der Nutzung von Heilsphären in einem Match vertraut. Health orbs are found in fixed locations across most Quantum League arenas. Aua. When they are fully charged, you can walk through them to return to full health. While desynced, grabbing a health orb will also resync your clone immediately. Wow, das ist natürlich cool. This phenomenon will add numerous choices and tactics to your play. Das ist fies. Da musst du natürlich selbst dem anderen die Dings wegnehmen. Fortgeschrittene Verlängerung.
Verfügt man nach Freischaltung von Ranglisten, alles klar. Dann lass Schießstand probieren. Ja, ein bisschen rumballern, weißt du? Es wäre doof, wenn ich hier gar nicht schießen könnte, sondern mir nur das Tutorial anhören würde. Leider gibt es hier keine Menschen, das ist schade. Ich will natürlich das Gewehr mit. Ach du Kacke, Alter. Nee, dann lass mal lieber eine Pistole nehmen. Easy going. Da haben wir mal auch noch einen Sniper. Ist der tot, ja? Nee, hab ich nicht mehr getroffen. What? Aber schlecht von mir. Richtig schlecht. Wie die ein anderes Gesicht bekommen, wenn ich sie anschieße. Erst noch glücklich und jetzt, oh no. Achso, immer wenn sie getroffen werden. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack. Zack, zack, zack. Oh, die einen war ein bisschen tankiger. Scheinbar. Ey, hier sind wieder neu nachgespawnt. Pschuh. Eins, zwei. What? Kriegen gar keinen Damage ab. Okay, ich kann mich scheinbar nicht selbst beschädigen. Oh, guck mal, das Ding ist explodiert. Bam! Was haben wir hier? Eine Shotgun. Was haben wir hier? Das erinnert mich so ein bisschen an S4-League. Aber da gab es auch so eine Heilgun. Okay, ich kann die irgendwie scheinbar nicht angreifen. Ich glaube, ich bin falsch. Kann das sein? Ich glaube, ich muss woanders hin. Aber wo denn? Hier lang? Maybe. Zack. Er schießt alle Ziele, um den Boden zu berühren. Ah ja, okay. Jetzt haben wir tatsächlich so ein richtiges... ein richtiges Training. Ohne den Boden zu berühren. 5 von 10 haben wir schon mal. Wenn die natürlich nicht schießen, ist doof, weil ich dann nicht weiß, wo die denn sind. Haben wir auch schon gekillt? Auch schon gekillt? Bam! Ach Gottchen. Uff. Ah, da unten waren 3 gewesen. Ah ja, okay, das waren die hier gewesen. Easy, einer fehlt noch. Wo ist der letzte? Boah, der hat sich versteckt, der kleine Schelm. Den habe ich schon abgeschossen. Aber komme ich denn hier rüber? Ah ja, wahrscheinlich, oder? Huah! Easy. 1 Minute 6 Sekunden, das war schlecht. Das war richtig bad. Okay. Und nun kann ich wieder raus? Oh, schade, dass es hier kein Dings gibt. Keine menschlichen Gegner. Aber wir hatten hier noch was anderes. Zeitschleifendrill. Experimentiere mit paradoxen Effekten. Na, lass uns das dann nochmal ausprobieren. Are you ready, folks? Hab ich mir gerade eine mitgegeben? Nee. Dim. Heilungssphäre. Capturen wir the flag. Bam, easy. Jetzt sind wir wieder zurückgesetzt. Können wir natürlich mit dem Gewehr noch mal besser eine verpassen, oder? Voll eine Packung mitgegeben, ey. Let's go. Bam! Ja, sowas wäre natürlich echt... Also, es ist ein cooles Konzept auf jeden Fall. Weil man irgendwie... Na gut, deswegen wahrscheinlich maximal 2 Spieler, weil du im Prinzip 6 Leute auf dem Feld hast. Ah, easy. Bam! Komm, wo sind wir Gegner? Ach, komm, 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 komm. Ah, ich wollte da noch auf das Ding draufballern. Alter, schön Headshots gegeben, ey. Erstmal mal angucken.
Dann ist gleich einer weg. Aber ich kann nicht so richtig steuern hier. Alter. Wie der einfach direkt am Anfang so einen richtigen dicken Headshot bekommen hat, ey. Arme Sau. Jo. Nice, nice. Und nochmal. Nice. Sauber und verteidigen den Punkt. Sehr gerne. Ah, ich liebe einfach nur Snipen. Das ist einfach so lustig. Wenn ich da einfach noch draufballere, vielleicht für meinen Zukunftsclown, wollte ich schon sagen, mein Zukunfts-Ich, mein Zukunftsklon. Alter, schön ins Gesicht geschossen. Du hast echt nur 15 Sekunden Zeit, ja, ist ja irre. Oh, was? Oh. Ja, der hat, ist natürlich durch die Live-Kugel durchgelaufen. Okay, ja, daran muss man echt denken, ne? Lass doch einfach auf den Zweier warten und ihm einfach nochmal eine dicke Packung geben, wenn er da rankommt. Nochmal. Okay. Piu! Ja, das wäre echt im PvP echt lustig, ne? Wie der eine da schon auf dem Boden liegt. Ja, der läuft jetzt durch. Nice. Ja, das ist natürlich echt böse, oder? Dass da einfach auf einmal wieder einer respawnen kann. Das ist krass. Ja, meine lieben Freunde. Wir können wahrscheinlich ewig weiterspielen. Aber das, würde ich sagen, war es gewesen mit dem Angespiel zu Quantum League. Leider keine menschlichen Spieler mehr hier. Sehr bedauerlich auf jeden Fall. Und ja, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei Angespielt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dahin. Ciao, ciao.